Und schon ist der Tag vorbei. Kurze Information, was wir heute gemacht haben und was denn dann morgen bzw. Samstag und Sonntag am Start ist. Was haben wir heute gemacht? Selina, was liegt an? Was habt ihr gemacht? Also Daniel Robbe war ja heute hier wir drei haben einmal eine Rookies-Choreo gedreht, eine Advanced-Choreo gedreht und wir waren auch live mit noch einer Choreo um 16 Uhr. Und ja, das haben wir heute gemacht. Volles Programm. So, dann kamen ja noch Anja und Annika, die noch was abgedreht haben, beziehungsweise auch live bei YouTube waren mit ihrem Fitnessprogramm. Das heißt, für euch, die ihr Netflix-Couch-Gucker seid, könntet ihr jetzt aktiv mal die Couch wegschieben und Fitness machen. Angie, apropos Netflix, ist ja unsere Netflix-Expertin. Angie hat Netflix schon einmal komplett durchgeguckt und kann euch eigentlich direkt schon sagen, in welcher Staffel, welcher Szene, was genau läuft. Was liegt an noch so bei dir vielleicht Hip-Hop-mäßig die nächsten Tage? Ist da was geplant? Ja, natürlich ist was geplant. Ich habe eine Choreo vorbereitet, die dann aufgenommen wird. Okay, also für den Hip-Hop-Bereich dann wahrscheinlich, oder? Wir hatten ja oder das Bauchtanz. Thema Bauchtanz, da sind wir alle ganz heiß Lass gespannt dich überraschen. Drauf. Wir lassen uns alle überraschen, was mit Angie Hip-Hop-Bauchtanz wird so ein ganz neuer Style sein. Aber gut, da wird die Welt natürlich von erfahren. Und nicht zuletzt, Daniel Fromme, schön, dass du hier bist bei uns und wirklich einen saucoolen Unterricht abgedreht hat. Und einen Teil könnt ihr euch live anschauen, den anderen Teil, beziehungsweise die anderen beiden Teile, gibt es bei uns im Mitgliederbereich zu sehen. Wir essen jetzt, glaube ich, erst nochmal schick, ne? Ja, also es war ein spannender, aber auch anstrengender Tag, der natürlich hungrig macht. Und da hat man sich dann mal eine Mahlzeit verdient. Ja, ganz genau. Also Stückwerk liegt dran. Wir haben also beim Stückwerk, ich glaube, 4 Pizzen bestellt und Gastronomie in Lüdenscheid, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, bei der Vorstellung, schaut euch mal an, wer in Lüdenscheid alles liefert. Es ist ganz, ganz wichtig, die Gastronomie dort zu unterstützen und das machen wir hier täglich und also Fitness für mich ist zurzeit ein bisschen ausgebremst, weil ich viel Videos immer schneide und mehr hinter dem Monitor sitze, als aktiv im Kurs zu sein, beziehungsweise auch im Zumba-Kurs, wo ich sonst immer was gemacht habe. Aber trotz alledem, schaut euch das mal an, Riesenangebot von der Pommes bis zum Schweinefilet, von vegetarisch rauf und runter, immer frisch geliefert und wir haben bisher nur tolle Sachen gekriegt. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Tag beendet für heute? Das war's. Dann wünschen wir gute Gesundheit. Haut rein, bleibt gesund.